Willkommen zu einem neuen Screencast von ZB Med. Mein Name ist Rabea und in diesem Screencast schauen wir uns die Versionskontrolle mit Git an und das im Zusammenspiel mit der Plattform GitHub. Eine Sache vorab, wir brauchen hier auf jeden Fall wieder die Kommandozeile. Es gibt auch einen Screencast zu der Kommandozeile, zu der Unix Shell. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt oder noch nicht so vertraut seid mit der Shell, dann würde ich euch empfehlen, erstmal da vorbeizuschauen und dann könnt ihr hier mit diesem Video weitermachen. Oder aber ihr schaut in die Kapitel von diesem Video und springt direkt zu GitHub. Da lernt ihr auf jeden Fall auch, wie ihr ein GitHub-Repositorium oder Projekt erstellen könnt und nur von da aus arbeiten könnt. In diesem Screencast machen wir das im Zusammenhang mit dem Kommandozeilentool Git und wie man ja beide im Zusammenspiel benutzen kann. Auch für diesen Screencast nutze ich im Hintergrund wieder die offenen Lehrmaterialien von The Carpentries. Das ist eine Lesson von Library Carpentry Introduction to Git. Diese Seite hier verlinke ich euch auf jeden Fall auch wieder in der Infobox. Da gibt es auch ein Setup, wie ihr die Unix Shell bzw. auf Windows Git Bash installieren könnt und damit dann auch arbeiten könnt. Und was ihr vor allem auch noch braucht, ist ein GitHub-Account. Den brauchen wir dann später. Da kommt ihr ja von der Seite aus auch direkt auf die Anleitung, wie ihr das Ganze machen könnt. Ja, vielleicht bleiben wir für den ersten Teil hier auch erstmal auf der Seite und schauen uns die erste Episode an. Und zwar, was ist überhaupt Git und was ist GitHub? Und ihr seht hier auch schon die Frage, what is version control? Git und GitHub wird manchmal verwechselt oder gleichermaßen benutzt, sind aber unterschiedliche Dinge. Git ist zum einen das Tool für die Versionskontrolle, das ihr auf eurer Kommandozeile nutzen könnt. Und GitHub wiederum, sehen wir hier, ist eine Webseite für das Hosten und Teilen von sogenannten Git-Repositorien, also von Git-Projekten. Vielleicht kennt ihr auch GitLab, das ist ganz ähnlich wie GitHub. GitLab kann man zum Beispiel auch in der eigenen Institution nutzen und dort eine eigene Instanz fahren. Das kann man bei GitHub nicht machen. Wir nutzen für dieses Tutorial GitHub und schauen uns mal noch einen kleinen Comic an zu dieser Versionskontrolle. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch noch die Situation aus dem Studium. Daran erinnert mich dieses Comic auf jeden Fall immer. Und zwar, wenn man Hausarbeiten zusammengeschrieben hat, dann kam es meistens dazu, dass man eigentlich eine finale Version erstellt hat und das war dann Final Doc. Dann hat aber noch mal jemand drüber gelesen und dann hatte man schon das zweite Dokument in der Hand mit Final Doc 2.0, bis man dann am Ende irgendwann diese Datei namens jetzt aber wirklich endgültig finale Version.doc in den Händen hielt. Das kann man sich ersparen mit Git, denn wenn man die Versionskontrolle mit Git benutzt, dann speichert man die Version innerhalb einer Datei und gibt dieser Datei Metadaten. Also immer wenn man eine Änderung macht, dann kann man mit Git nachvollziehen, wann diese Veränderung gemacht wurde, von wem sie gemacht wurde und man kann dieser Änderung noch eine Nachricht, eine sogenannte Commit-Message mitgeben. Und nochmal genau beschreiben, was in dieser Version passiert ist, ohne dass man wieder eine Kopie von diesem Dokument erstellt. Das passiert dann alles innerhalb dieses Tools. Wird auf jeden Fall auch nochmal klarer, wenn wir uns das Tool dann genau anschauen. Jetzt habe ich gerade schon den Begriff Commit in den Mund genommen. Mit diesen sogenannten Commits erstellt man die verschiedenen Versionen. Git zu nutzen bringt also sehr viele Vorteile. Wir können auch nochmal hier auf die Seite schauen und uns die Vorteile anschauen. Zum einen kann man Git super nutzen für kollaborative Projekte, also man kann Projekte mit anderen teilen und da ist es ja nochmal vorteilhafter, dass man immer sieht, wer was gemacht hat, warum etwas gemacht wurde
Und man kann sich auch nicht so richtig auf die Füße treten, wenn man was verändert. Also wenn man irgendwie gleichzeitig an der gleichen Stelle etwas verändert, dann erkennt das Git und fragt vorher, okay, welche Version soll denn jetzt übernommen werden? Genau, dann dient es eben zu der Versionierung. Gleichzeitig habt ihr damit ein Rolling Back-System. Das heißt, ihr könnt in den Versionen auch zurückgehen. Nehmen wir mal an, ihr habt wirklich ein Softwareprojekt. Und da geht mal was kaputt, dann könnt ihr auch einfach wieder zurückgehen in einer Version und von dort aus wieder neu starten. Genau, der nächste Punkt ist Understanding, also das, was ich gesagt habe, man versteht besser, was passiert ist, vor allem in Code-Projekten, aber auch in anderen Projekten. Man kann genau sehen, wer daran beteiligt war und ja, das hilft einem besser zu verstehen, wie ein Projekt gewachsen ist. Und außerdem bekommt ihr damit ja quasi noch ein Backup-System. Also habt dann immer die Möglichkeit, eure Projekte auch über andere Computer oder mehrere Rechner zu starten. Genau, und die Plattform GitHub lohnt sich eben dadurch. Also man könnte das Ganze auch nur lokal machen mit Git und ja, auf einer einsamen Insel sitzen und die Dokumente versionieren. Man kann das Ganze aber auch mit GitHub oder GitLab verknüpfen und so dann die Projekte eben auch mit anderen teilen. Es gibt auch super viele Projekte, die auf GitHub stattfinden oder auch Software, die auf GitHub entwickelt wird. Zum Beispiel diese Lesson hier von den Carpentries, die wir vorhin sehen, auch die liegt auf GitHub für alle frei zugänglich ist, auch wenn ich hier nach unten scrolle auf die Seite, dann seht ihr hier unten links Edit on GitHub. Und wenn ich hier draufklicke, dann ja, komme ich hier auf das ganze Projekt und unter der Haube von dieser Website ist das Ganze ein GitHub-Repositorium, auf dem viele Menschen zusammenarbeiten und diese Lesson immer up to date halten und das ist eben auch ein riesiger Vorteil. Genau, ich habe noch ein Bild vorbereitet als Use Case quasi, wann GitHub benutzt wird und wie. Und dafür hier diese fünf Slides. Auf dem ersten Slide seht ihr hier einen Laptop und wir können mal annehmen, dass dieser Laptop mir gehört und dass ich jetzt auf meinem Laptop ein neues Git-Repositorium erstelle und eben alleine daran arbeite, kann meine Dokumente versionieren und ja, kann Git auch so schon nutzen, um die Versionen zu tracken. Der nächste Use Case ist dann, dass ich das Ganze auf GitHub packe oder auf GitLab und das Ganze verknüpfen möchte. Um das zu tun, kann ich auf GitHub ein neues Repo erstellen und die beiden miteinander verbinden und kann dann sowohl von GitHub aus als auch von meinem Laptop aus Änderungen machen und diese dann wieder synchronisieren. Das passiert aber nicht automatisch, das muss ich ansteuern. Entweder habe ich Änderungen auf meinem lokalen System gemacht, dann nennt sich das Ganze Push, also um etwas lokal auf GitHub zu bringen, pushe ich es auf GitHub. Oder ich habe Änderungen auf GitHub gemacht und möchte die auf mein lokales System ziehen, dann heißt das Ganze Pull. Das sind auch, werden wir gleich sehen, die Befehle, also so heißen die Befehle einmal Git Push und Git Pull, um das Ganze anzusteuern. Was auch passieren kann, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir mit mir an einem Projekt arbeitet. Auch das ist möglich und wir können dann beide über dasselbe GitHub-Repositorium miteinander arbeiten und haben auch beide die gleichen Schreibrechte. Also keiner von uns muss den anderen fragen, ob es okay ist, ob wir jetzt was pushen oder pullen und ja, können so dann kollaborativ an einem Projekt arbeiten. Es gibt noch einen anderen Use Case, den werden wir uns hier in dem Screencasten noch nicht so genau anschauen. Wenn ihr das möchtet, schreibt es mir gerne, dann können wir da auch noch eine Fortsetzung machen. Aber der andere Use Case wäre dieser hier. Und zwar ja, können wir annehmen, dass irgendeine andere Person auf GitHub oder im Internet unser Projekt sieht
und das super hilfreich findet und für sich selbst nutzen möchte, hat aber keine Schreibrechte, was diese Person dann aber machen kann, sofern unser GitHub-Repositorium öffentlich ist einen sogenannten Fork, also eine exakte Kopie von diesem GitHub-Repositorium machen und diese Kopie dann selbst auf GitHub zu haben und auf dieser Kopie dann wieder alle Schreibrechte. Also die Person kann dann alles daran ändern, kann neue Feature hinzufügen und ja, vielleicht auch Dinge verbessern. Und diese Person kann dann genauso wie wir das Ganze auch wieder auf das lokale System ziehen, kann pushen und pullen. Wenn es um ein Projekt geht, in dem diese Person jetzt vielleicht ein neues Feature eingebunden hat in dem Projekt und uns das Ganze aber gerne mitgeben würde, aber ja keine Schreibrechte an unserem Original hat, dann kann die Person etwas nennen, das sich Pull Request nennt. Hier steht noch Merge, so heißt das Ganze auf GitLab. Da sind die Begrifflichkeiten etwas anders, ist aber genau das Gleiche. Und mit diesem Pull-Request kann die Person dann anklopfen bei uns und sagen, hey, ich habe hier ein Feature hinzugefügt zu dem Projekt. Vielleicht findet ihr das ja auch hilfreich und cool und möchtet das übernehmen. Und dann können wir eben sagen, ja, das finden wir cool, das übernehmen wir und ja, übernehmen das in unser Original. Oder wir können eben sagen, dass wir das nicht möchten. Das passiert super häufig auf GitHubs, kommt auch ganz oft vor, dass vielleicht jemand ein Projekt angefangen hat, das dann aber nicht mehr weiterverfolgt und der Fork dieses Projekt dann ja, viel größer wird als das ursprüngliche Projekt und da viel mehr Leute dran arbeiten und das größer ausgebaut wird. Das sind noch so die Use Cases für GitHub und Git. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal an mit dem Hands-on-Teil. Wir erstellen einmal unser eigenes Git-Repositorium auf unserem lokalen System, werden da auch ein paar Dateien zusammenschreiben und dann gehen wir zusammen auf GitHub, erstellen dort auch ein neues GitHub-Repositorium und verbinden die beiden dann miteinander und schauen uns auch nochmal genauer die Benutzeroberfläche von GitHub an und wie man dort auch Änderungen vornehmen kann. Das ist der Fahrplan. Wie gesagt, man braucht so ein paar Grundbefehle von der Unix Shell. Entweder gerne nochmal in dem anderen Screencast vorbeischauen oder ja, schaut mal, wie ihr mit mir mitkommt. Ich erkläre auf jeden Fall alle Befehle, die ich ausführe, hier auch nochmal. Dann geht's los und ihr könnt schon mal euer Terminal öffnen, falls ihr unter Mac oder Linux seid. Und wenn ihr auf Windows seid, dann könnt ihr Git Bash öffnen. Dann habe ich jetzt hier auch einmal meine Shell geöffnet. Falls ihr Mac oder Linux habt, kann es sein, dass ihr Git noch installieren müsst. Oft ist das aber auch schon automatisch mit dabei. Ihr könnt das auch testen, indem ihr einmal in eurem Terminal Git eingebt und ausführt. Da sollte dann sowas hier zurückkommen, falls das nicht der Fall ist, sondern die Shell sich beschwert und sagt, das kenne ich nicht. Dann guckt nochmal auf der Webseite von The Carpentries, wie ihr das Ganze installieren könnt. Das steht auf jeden Fall auch im Setup mit drin. Ich räume hier einmal den Bildschirm wieder auf mit Steuerung L, damit wir besser sehen, wo es hingeht. Und ich bin jetzt schon in einem Ordner in meinem Filesystem, der sich Work nennt. Und hier möchte ich jetzt den Ordner für mein Git-Repositorium erstellen. Also ab hier könnt ihr gerne mit mir mittippen und mitmachen. Genau, wir brauchen erstmal einen Ordner in unserem System, den wir zu einem Git-Repositorium machen wollen. Und um einen Ordner zu erstellen, können wir den Befehl mkdir benutzen. Steht für Make Directory und mkdir möchte immer noch von uns wissen, wie dieser neue Ordner heißen soll. Und in dem Fall nenne ich den jetzt mal mein Unterstrich Repositorium. Wichtig, dass das ein zusammenhängendes Wort ist hier, also dass ihr den Unterstrich auch mit dabei habt. Ansonsten erstellt die Shell zwei verschiedene Ordner, einmal den Ordner mein und dann und den Ordner Repositorium. Also es muss zusammenhängend sein.
drücken wir einmal auf Enter und ich gebe einmal den Befehl ls ein für List, um zu gucken, ob es geklappt hat. Da sehe ich dann alle Dateien und Ordner, die sich in meinem Verzeichnis Work befinden. Ich habe hier noch verschiedene andere Ordner und hier ist auf jeden Fall auch mein neuer Ordner. In den wechseln wir jetzt direkt mit CD für Change Directory und mein Repositorium. Ihr könnt auch faul sein, würde ich euch immer empfehlen, sowohl im Programmieren als auch im Leben. Und die Tab-Taste benutzen, mit der wird das dann automatisch aufgefüllt. Führen es einmal aus. Bei mir sehen wir jetzt hier auch direkt an meinem Pfad, dass ich hier gelandet bin. Unter Git Bash sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Da seht ihr dann wahrscheinlich in so einer gelben Farbe euren Pfad. Vielleicht seht ihr das auch gar nicht. Unter Mac läuft unter der Haube auch nochmal eine andere Shell. Wenn ihr das nicht seht und nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr den Befehl pwd nutzen für Print Working Directory. Da wird euch dann auf jeden Fall nochmal angezeigt, wo ihr seid. Okay, dann sind wir jetzt in unserem Ordner, aber das Ganze ist noch kein Git-Repositorium, das müssen wir erst ansteuern. Und bevor wir das Ganze machen, müssen wir noch unseren Git-User konfigurieren. Das müssen wir nur einmal pro Rechner machen. Also wenn ihr das jetzt einmal gemacht habt und dann noch weitere Git-Repos erstellen möchtet, dann habt ihr das auf jeden Fall schon und müsst das nicht nochmal machen. Okay. Den ersten Befehl, den wir brauchen, nennt sich git config minus minus global, also git Leerzeichen config Leerzeichen minus minus global mit A Leerzeichen user.name und in Anführungszeichen könnt ihr dann einmal euren Namen packen. Das muss jetzt auch nicht euer GitHub-Username sein oder irgendwas Vergleichbares, nichts von eurer E-Mail-Adresse. Ich schreibe jetzt hier auch nur Rabea einmal rein. Führe das Ganze aus. No news is good news. Das ist ganz oft der Fall in der Shell. Das heißt, wir kriegen hier jetzt erstmal nichts zurück, sondern haben nur diese Konfiguration, diesen Namen gesetzt. Und dann setzen wir noch die E-Mail-Adresse. Dafür könnt ihr die Pfeiltaste nach oben nutzen. Dann kommt dieser alte Befehl zurück, denn der ist sehr ähnlich. Kann dann hier mit der linken Pfeiltaste in den Befehl reingehen und einmal das Name durch E-Mail ersetzen. Und meinen Namen ersetze ich auch mit meiner E-Mail-Adresse. Ist übrigens meine tatsächliche E-Mail-Adresse. Aber auch hier müsst ihr nicht die E-Mail-Adresse nutzen, mit der ihr euren GitHub-Account erstellt habt. Wir sehen später nochmal, wozu das wichtig ist. Git möchte hier auf jeden Fall diese Daten haben. Ansonsten würden wir später in einen Fehler reinlaufen, wenn wir etwas committen möchten. Gut, dann führe ich das Ganze auch nochmal aus. Hier ist gerade der andere Befehl irgendwie verloren gegangen durch die Anzeige, aber das hier war der Befehl davor. Und jetzt haben wir unseren Git-User konfiguriert. Ich räume hier noch einmal auf mit STRG L. Nebenbei, damit lösche ich nicht alle Befehle. Ich räume tatsächlich nur auf, wenn ich nach oben scrolle, ist hier auch wieder alles da. Ich möchte nur den Bildschirm etwas clean halten. Okay. Dann kommen wir direkt zum nächsten Befehl und man hat das eben schon an den Befehlen davor gesehen mit dem git config. Die git-Befehle sehen alle sehr ähnlich aus. Man hat immer diesen Kernbefehl git, also das Wort git und dann einen sogenannten subcommand wie das config. Und auch der nächste Befehl beginnt mit git und hat den subcommand init. Das steht für initialize und damit sagen wir jetzt, mach diesen Ordner, mein Repositorium, zu einem Git-Repositorium. Also es ist auch wichtig, dass ihr in dem Ordner seid, der das Repo werden soll. Ich führe das einmal aus und bekomme eine Rückmeldung diesmal. Ist nicht schlecht in dem Fall. Hier steht jetzt einmal Initialized Empty Git Repository in und dann mein Pfad dieses Ordners.
Und am Ende sehen wir noch einen Punkt Git. Das sollte bei euch auch der Fall sein. Kurz, was ist dieses Punkt Git? Wir können einmal nochmal den Befehl ls benutzen und einen Parameter hinzufügen, nämlich den Parameter minus a. Damit kann man sich versteckte Dateien anschauen. Und wenn wir das einmal ausführen, dann wird auch dieser Punkt Git-Ordner angezeigt. Hier sind auch noch andere Ordner, die hatte ich euch genauer erklärt in der Shell-Lesson. Ganz kurz, das sind Aliase, die für die Pfade stehen. Dieser Punkt-Ordner steht für den Pfad, in dem ihr euch gerade befindet, also für dieses Mein Repositorium. Und der Punkt-Punkt-Ordner ist ein Alias für den Ordner darüber. Kann man auch in Befehlen benutzen. Wir können es einmal kurz machen. Zum Beispiel kann ich auch den cd-Befehl nutzen und sagen cd Punkt Punkt. Und wie gesagt, der Punkt Punkt steht als Alias für den darüberliegenden Ordner. Das heißt, mit cd Punkt Punkt komme ich wieder zurück in meinen Ordner Work. Und dann lernen wir direkt noch einen Befehl mit cd minus, komme ich immer in den Ordner, in dem ich davor war. Das heißt, mit cd minus komme ich wieder zurück in mein Repositorium. Genau, dieser Punktordner dagegen ist ein Ordner, den wir gerade mit git init erstellt haben. Und dieser Ordner ist unser Git-Repositorium. Also hier wird alles gespeichert, was wir ab jetzt tun, was wir committen und so weiter. Das heißt auch, wenn wir diesen Punkt-Git-Ordner jetzt löschen würden, dann wäre unser Git-Repositorium auch wieder futsch. Natürlich löschen wir diesen Ordner nicht. Man muss diesen Ordner auch eigentlich nie anfassen oder damit arbeiten. Deswegen, ja, ist das okay so? Ich wollte euch das nur zeigen, was gerade passiert ist mit dem Git-Init. Dann geht es weiter. Meine Katze ist jetzt auch da zur Unterstützung. Okay. Wir haben jetzt unser Git-Repositorium erstellt, aber wir haben hier noch keine Dateien. Wenn wir uns das mit ls anschauen, dann sehen wir, dass hier keine Dateien drin sind, außer unsere leer versteckten Ordner. Die werden aber sowieso nicht von Git berücksichtigt. Und was wir als erstes machen können, ist, dass wir uns einmal den Git-Status anschauen mit Git-Leerzeichen Status. Hier bekommen wir jetzt einige Infos zu unserem Git-Repositorium. Zum einen steht jetzt hier bei mir on-branch main. Es kann gut sein, dass bei euch hier steht on-branch master. Auch bei den Windows-Leuten, das habe ich vergessen zu erwähnen, sobald ihr git init ausführt, dann habt ihr hier oben irgendwo in Klammer master stehen wahrscheinlich. Bei mir heißt das main. Wir werden das auch noch mit euch allen umbenennen, denn der Begriff Master ist schlecht gewählt. Der wurde vor vielen Jahren gewählt, aber auch in der Programmierwelt hat man sich über Begrifflichkeiten unterhalten, gerade zu den Zeiten der Black Lives Matter-Bewegung. Und ja, dieser Master-Slave-Begriff ist eben schlecht. Und Git gibt da leider immer noch nicht die Möglichkeit, das automatisch zu ändern, wobei ich das auch in ein paar Versionen schon gesehen habe, dass das jetzt auch bei Git angekommen ist. Wir sehen aber auch später bei GitHub, dass GitHub uns den Befehl mitgibt, um diesen Branch umzubenennen in Main. Das machen wir dann auch später zusammen. Vielleicht generell jetzt, was bedeutet das on Branch Main? Wir sind jetzt hier auf dem Hauptzweig unseres Projekts. Man kann auch, also Zweig Branch, man kann auch weitere Branches erstellen in einem Projekt. Das hat auch Vorteile, das werden wir jetzt hier in dem Screencast nicht anfassen. Aber wenn euch das interessiert, können wir noch einen Screencast dazu machen. Und es hat auch Vorteile, wenn man auf verschiedenen Branches arbeitet. Man kann sich das so vorstellen, dass man vielleicht in einem Projekt ein neues Feature entwickelt und das noch nicht auf diesem Hauptprojekt eingebunden ist. Und man erst das Feature fertig entwickeln will, bis man es wieder mit dem Main Branch verbindet. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn man eine Webseite erstellt, so wie wir das gerade
von den Carpentries gesehen haben. Diese Lesson ist ja auch eine Webseite. Dann kann es zum Beispiel von Vorteil sein, dass man noch einen Testbranch hat, um die Webseite zu entwickeln, dass man auf diesem Testbranch schon mal sieht, wie Änderungen aussehen werden, aber diese Änderungen nicht jedes Mal in den Main Branch veröffentlicht, sodass das dann schon jeder sieht. Gibt super viele Vorteile mit diesen Branches, ist auch sehr spannend. Wie gesagt, das führt jetzt gerade in dem Screencast erstmal zu weit. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann können wir auch noch eine Fortsetzung dazu machen. Okay, dann haben wir hier noch stehen on no commits yet. Das heißt, wir haben noch nichts committed und nothing to commit. Create, copy file, files and use git add to track. Das heißt, Git hat hier jetzt auch schon festgestellt, dass wir noch keine Dateien in unserem Repositorium haben. Und das wird jetzt unser nächster Schritt sein, dass wir mal eine Datei zusammen erstellen und diese dann mit einmal mit dem Befehl git add, der sogenannten Staging Area, hinzufügen und dann mit git commit in unser Git-Repositorium überführen. Ist etwas ungewöhnlich, dieser zweischrittige Prozess. Wir gucken da gleich nochmal genauer drauf, warum das so ist. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal eine Datei erstellen. Wir machen das jetzt, oder ich mache das jetzt hier direkt in der Shell. Ihr könntet jetzt theoretisch auch einen Editor eurer Wahl nutzen und diese Datei in dem Ordner abspeichern. Ich nutze hier einen Editor, den man innerhalb der Shell benutzen kann und den ihr auf jeden Fall auch alle habt. Also Nano heißt der Editor. Name des Programms ist ein sehr kleiner Editor, der jetzt nicht für die große Code-Entwicklung geeignet ist, aber erfüllt hier gerade seinen Zweck. Und ihr habt den auf jeden Fall schon mit installiert. Also der ist automatisch bei GitBash dabei. Und bei Linux und Mac ist der eigentlich auch schon ja, immer mit dabei. Um Nano zu nutzen, ja, steuern wir Nano an mit dem Befehl Nano und benennen unsere neue Datei. Und wir wollen hier eine README-Datei erstellen. Vielleicht kennt ihr README-Dateien schon, wenn man Software installiert oder ich kenne das früher noch, wenn ich Spiele auf meinem Computer installiert habe, dann kam immer so auf der letzten Seite README-Datei lesen, konnte man ein Häkchen setzen und dann hat man da noch Infos zu der Software bekommen. Wenn ihr euch eine README-Datei auf GitHub anschaut, dann seht ihr, dass die immer direkt auf der Startseite zu sehen ist und auch der Inhalt dieser Datei. Und quasi ja, dieses Aushängeschild ist und man dort ja die Beschreibung zu einem Projekt findet, was in diesem GitHub-Repositorium entwickelt wird, was das für ein Tool ist, was für eine Webseite ist. Man findet Installationshinweise, falls es ein Tool ist, wie man das Ganze installiert. Man erfährt vielleicht, wer an diesem Projekt beteiligt ist und so weiter. Also es ist eine Beschreibung für euer Projekt. Wir erstellen jetzt einmal diese Datei. Diese .md-Endung steht für Markdown. Das ist eine Auszeichnungssprache, wie zum Beispiel auch HTML oder XML. Markdown ist im Vergleich zu HTML leichter zu schreiben. Und wir werden auch sehen, ja, dass das dann schön gerendert auf GitHub dargestellt wird. Hier auch, Markdown ist auch ein gutes Dateiformat für GitHub. Einige Dateiformate funktionieren nicht gut auf GitHub, nämlich diejenigen, die keine Plaintext-Dateien sind. Markdown ist Plaintext. Kann euch auch mal Wikipedia-Link zu Plaintext verlinken. Sowas wie Word-Dateien oder PDF-Dateien, Excel-Dateien funktioniert nicht gut mit GitHub. Ihr könnt die zwar hochladen, aber ihr könnt dort diese Veränderungen nicht tracken. Also ihr könnt keine Commits damit tracken und sehen, was verändert wurde, weil es keine Plaintext-Dateien sind. Trotzdem, wie gesagt, kann man sie hochladen und mit anderen teilen, aber sind dafür eher weniger geeignet. Gut, zurück zu unserer README-Datei. Wir schreiben jetzt diese README-Datei. Wenn ihr den Befehl hier eingegeben habt, könnt ihr einmal auf Enter drücken. Und dann landen wir in unserem Nano-Editor. Es kann sein, dass ihr eine neuere Version habt von dem Editor oder eine ältere, ist nicht weiter schlimm.
Und hier können wir jetzt Markdown schreiben. Markdown hat eine bestimmte Syntax. Kann ich euch auch mal so eine Kurzreferenz oder ein Cheat Sheet zu Markdown unten verlinken. Und ja, eine Sache ist, dass man Überschriften mit einem Hashtag schreibt oder einem Rautezeichen. Jetzt sehe ich gerade bei mir, dass das wieder so schön gelb dargestellt wird, dass man es auf keinen Fall gut lesen kann. aber genau, das ist dieses Hashtag-Zeichen oder Rautezeichen. Und damit kann man Überschriften einleiten. Also ein Hashtag wäre dann die Überschrift 1, die größte Überschrift. Je mehr Rautezeichen man schreibt, desto kleiner wird die Überschrift. Ich nehme es jetzt einmal noch kurz weg, damit ihr besser seht, was ich schreibe. Und ich schreibe jetzt mal als Überschrift hier mein erstes Git-Repositorium. Und schreibe vielleicht noch mich hier dazu. Als Autorin, ihr könnt hier kreativer sein als ich, könnt schon ja, mehr oder was anderes dazu schreiben. Wir werden diese Datei aber auf jeden Fall noch einmal bearbeiten. Deswegen lasst noch ein bisschen Platz für weitere kreative Ideen. Okay, wenn ihr zufrieden seid, dann speichern wir das Ganze wieder ab. Ich mache jetzt hier mein Rautezeichen wieder hin für die Überschrift. Und wir können das Ganze abspeichern mit Steuerung O und Enter. Ich habe jetzt Steuerung O gedrückt. Jetzt steht hier unten File Name to Write, readme.md. Also es fragt nochmal, ob es die Datei so heißen soll. Und ich bestätige das mit Enter. Unter Linux und Windows könnt ihr auch Steuerung S benutzen. Dann wird das direkt abgespeichert. Und am Mac funktioniert das leider nicht, soweit ich weiß. Also für Mac-Leute dann Steuerung O und Enter. Und mit Steuerung X kommt ihr wieder aus dem Editor raus und landet dann wieder in eurer Shell. Und ich räume jetzt einmal wieder den Bildschirm auf. Und wir sollten jetzt unsere Datei sehen. Zum einen mit ls wird uns dann die Datei angezeigt. Wir können uns auch den Inhalt der Datei anschauen mit cat. Mit dem Befehl cat steht nicht für Katze, sondern für Catalog. Und dem Dateinamen. Ja, so, sofern der Dateiname stimmt. Das hier ist jetzt ein gutes Beispiel für No News is Good News. Jetzt haben wir eine News bekommen und hier steht jetzt catreadme.de, no such file or directory. Auch wieder ein guter Punkt darauf hinzuweisen, die Tab-Taste zu nutzen. Das habe ich gerade nicht gemacht. Ich mache es jetzt hier einmal. Genau, also die Shell hat sich gerade beschwert, weil ich hier DE geschrieben habe anstatt .md. Also die Tab-Taste lohnt sich nicht nur für faul sein und schneller sein, sondern auch weniger Fehler zu produzieren. Also dann versuchen wir es noch einmal mit catreadme.md und bekommen dann auch den Inhalt der Datei zurück. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch einmal den Status an, denn hier hat sich jetzt etwas verändert. Und zwar sehen wir jetzt unsere README-Datei unter Unchecked Files. Und hier steht noch Use git add file to include in what will be committed. Nothing added to commit but unchecked files present. Use git add to track. Also Git gibt uns hier quasi schon ja, einen Hinweis darauf, was wir als nächstes tun können, nämlich diese README-Datei adden. Das Ganze, dieses Committen, das passiert in zwei Schritten und das sehen wir hier gerade. Wir müssen das erst mit git add, der sogenannten Staging Area, hinzufügen und dann das Ganze mit git commit tatsächlich dem Git-Repositorium überführen. Vielleicht kann ich euch da hier eine Sache zeigen. Denn ja, das ist ja ungewöhnlich. Da, also normalerweise drücken wir auf einen Knopf und speichern etwas. Und hier passiert das in zwei Schritten. Warum das Ganze? Es hat den Hintergrund, dass wir mit Git ultra viel machen können. Also ich kenne ja irgendwie nur 1% der Befehle von Git und mit denen kommt man schon ziemlich weit. Aber hier mal angenommen, wir haben jetzt unsere README-Datei und im ersten Schritt packen wir sie mit git add auf die Staging Area
Und diese Bezeichnung ist ganz gut. Das ist quasi eine Art Bühne für unsere Dateien. Wir können uns nochmal genau anschauen, was wir wirklich dem Repo hinzufügen wollen. Auch mit dem Hintergrund, dass wir vielleicht ein Projekt mit jemand anderem teilen. Was auch möglich ist, dass man hier einzelne Zeilen committet. Also nicht nur ganze Dokumente, sondern wirklich ganz detailliert auswählt, was man jetzt hier hinzufügen möchte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man ja, mehr Spielraum hat mit dem, was man tun möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch einen Befehl gibt mit Git, bei dem man dann diese zwei Schritte auf einmal machen kann. Wir machen es jetzt erstmal so, um genau zu sehen, was die Schritte sind, also die beiden Schritte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ergoogeln, was denn der Befehl wäre, um das ja, in einem Schritt zu machen. Wir geben jetzt also einmal git add an und hier steht ja dieses kleiner als, File größer als. Das bedeutet, wir müssen hier einen File angeben, also einen Dateinamen. Und das ist hier unsere readme.md. Geben wir das hier einmal ein. Bei mir kommt jetzt hier nichts zurück. Für die Windows-Leute wird jetzt hier eine Warnung erscheinen. Guter Moment, um zu sagen, eine Warnung ist kein Fehler. Hier steht dann sowas wie LF will be replaced by CLF. Und das bedeutet eigentlich nur, dass die Zeilenumbrüche auf Windows anders dargestellt werden als auf Linux. Das geht noch zurück in die Schreibmaschinenzeit. Muss uns jetzt nicht so sehr interessieren, denn ja, damit passiert nichts Schlimmes und wir können das ignorieren. Bei Mac und bei Linux bekommt man dann dementsprechend diese Warnung nicht. Gut, dann können wir direkt den nächsten Befehl ausführen. Ich räume hier nochmal auf, sehen wir das besser. Und zwar einmal git commit minus m und dann können wir in Anführungszeichen was ziemlich Cooles machen, nämlich eine sogenannte Commit-Message schreiben. Also wir können unserem Commit-Metadaten mitgeben und genau erklären, was denn in dieser Veränderung passiert ist. Also was ist der Unterschied zwischen der Version und einer anderen? In unserem Fall haben wir jetzt gerade eine Datei hinzugefügt. Für diese Commit-Messages gibt es auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Style Guide, aber es gibt auf jeden Fall gute Praxis, wie man diese Messages schreibt. Könnt ihr euch auch mal durchgoogeln. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man, ich schreibe jetzt mal ein, wir könnten jetzt hier nämlich zum Beispiel schreiben, add readme-file, das ist ja das, was wir gemacht haben. Und ein Teil der Good Practice wäre hier zum Beispiel, dass man das ganz groß schreibt am Anfang, dass man das add in Präsens schreibt, also dass man nicht schreibt, edit readme-file oder sowas. Sondern das hier in der Manier macht. Man könnte auch schreiben, sowas schreiben wie Fix Error oder sowas. Was auch zu guter Praxis gehört, ist, dass der allererste Commit, den man schreibt, die Commit-Message hat, Initial Commit. Zugegebenermaßen sagt das nicht viel darüber aus, was in dem ersten Schritt hier passiert ist, aber ich würde jetzt mal auch dabei bleiben und dieses Initial Commit nutzen. Und das Ganze einmal ausführen. Wir bekommen dann hier sowas zurück. Hier die erste Zeile, untere Zeile muss uns nicht so sehr interessieren. Frag mich in den Kommentaren, was es heißt, dann kann ich es noch googeln. Ich weiß, dass das hier irgendwas. Ja, ich vergesse es jedes Mal. Nicht so wichtig. Oder schreib selber in die Kommentare, was das bedeutet. Auf jeden Fall sehen wir hier noch, dass One File Changed und Four Insertions. Also es wurden vier Zeilen hinzugefügt und eine Datei. Und was ich noch nicht erklärt habe, ist das minus m. Das ist ein Parameter für den Befehl git commit. Und mit diesem Parameter sagen wir, dass wir diese Commit-Message in der Shell schreiben wollen. Wenn ihr das hier vergessen habt, eventuell dieses minus m, dann landet ihr in einem Editor, in Nano oder Vim vermutlich, und könntet da eine längere Nachricht schreiben. Ja, das wollen wir gerade nicht. Und wenn man noch nie Vim gesehen hat, ist es auch schwer rauszukommen, genauso wie Nano. Also bei Nano wisst ihr jetzt, ihr könnt mit Steuerung X da wieder raus. Bei Vim müsste ich selber nochmal gucken. Ich glaube, Doppelpunkt, Ausrufezeichen, Q für Quit.
Ja, falls euch das passiert und ihr findet nicht mehr raus, dann schreibt mir das auch in den Kommentaren, falls ihr noch einen Browser öffnen könnt. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber genau, es kann gut sein, dass sich da dieser BIM-Editor öffnet und dann könnt ihr das auch wieder abbrechen oder schließen und dann hier diesen Flag ergänzen. Okay, bei uns hat es jetzt aber funktioniert und wir können nochmal den Status anschauen. Das habe ich jetzt tatsächlich hier in dem Zwischenschritt leider nicht gemacht. Nach Git Add machen wir das nächste Mal. Gucken jetzt mal, was nach dem Commit passiert ist. Nämlich das hier: On Branch Main, nothing to commit und working tree clean. Das heißt für uns, wir haben hier nichts mehr zu tun, was Git angeht. Also alle Dateien wurden geedit und committed. Nebenbei heißt das nicht, dass diese Dateien weg sind. Also wenn wir uns das mit ls, mit list anschauen, was in dem Ordner ist, dann ist die Datei noch da. Die wurde jetzt nicht von Git irgendwohin katapultiert, sondern nur diese Änderungen in der Datei wurden getrackt. Deswegen wird dann hier im Status nichts mehr angezeigt. Trotzdem ist die Datei genau da, wo sie auch vorher war. Unser Plan ist jetzt, dass wir einmal zusammen auf GitHub wechseln und dort ein neues Repositorium erstellen, das wir dann mit diesem Git-Repo hier verknüpfen und dann die Änderungen von Git auf GitHub pushen mit dem Befehl Git push. Also machen wir das einmal zusammen. Wir gehen wieder in den Browser. Ich habe jetzt hier noch die Seite von vorhin offen und ihr könnt einmal auf die GitHub-Startseite, kann euch auch den Link in die Infobox packen. Und bei euch sieht die Startseite eventuell etwas anders aus. Ihr seht hier noch meine Top-Repositories. Das sind die Repos, mit denen ich meine Zeit so vertreibe oder mit denen ich am meisten oder in letzter Zeit gearbeitet habe. Und hier meine Homepage, da ja, sehe ich Aktivitäten von Tools oder Menschen, denen ich folge. Also ist auch so ein bisschen eine Social-Plattform. Was wir aber alle auf jeden Fall haben, ist dieses Pluszeichen hier oben rechts. Und da könnt ihr New Repository auswählen. Da kommt ihr dann zu dieser Ausfüllmaske hier und könnt eurem Repo einen Namen geben. Wir nennen das Ganze jetzt genauso wie der Ordner auf der Shell. Bei mir wird das hier schon vorgeschlagen, weil ich ein paar Workshops mache und mir hier immer neue Namen ausdenken muss. aber ihr seht schon, dass hier steht, dass der Name available ist. Das heißt, kein anderes Repo heißt so. Und theoretisch könnt ihr dem Ganzen noch eine Beschreibung mitgeben. Hier könnt ihr entscheiden, ob das Repo öffentlich sein soll oder privat. Wenn ihr es öffentlich schaltet, dann kann das wirklich jeder sehen im Internet. Aber ist jetzt nicht so, als könnte jeder dann daran schreiben. Da wäre dann der Use Case, können wir noch mal gucken auf unseren schönen Slides. Dieser hier. Also es kann dann jeder sehen und es kann auch jeder einen Fork davon machen, also eine Kopie davon und selber dann mit der Kopie weiterarbeiten. Schreibrechte müsstet ihr dann erst vergeben, quasi. Also könnt dann Leute einladen zu eurem Projekt und die haben dann auch Schreibrechte und können selber Dinge pushen und pullen. Oder ihr macht das Ganze privat, das heißt, dass es niemand sieht im Internet außer ihr ladet wieder Menschen dazu ein. Wenn ihr die dann eingeladen habt, dann können die auch direkt schreiben, glaube ich. Das ist zumindest der aktuelle Stand bei GitHub. Das ist bei GitLab ein bisschen anders, da kann man noch Rollen verteilen, also ob jemand nur Leseberechtigung hat, nur Reader ist oder gibt noch Developer, Maintainer, Owner und so weiter. Da kann man das ja, genauer entscheiden, wer welche Rechte hat. Soweit ich weiß, ist das auf GitHub gerade nicht der Fall. Könnt ihr selber entscheiden, was ihr hier machen möchtet. Das spielt keine Rolle für unser kleines Projekt hier. Was eine Rolle spielt, ist, dass ihr das hier alles so lasst, wie es ist. Trotzdem erkläre ich das kurz. Hier steht einmal Add README File. Das kann man theoretisch ankreuzen. Das machen wir nicht, denn wir haben schon eine README-Datei. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht nur den Git-Part anschauen, ihr könntet hier ein Häkchen setzen. Dann habt ihr direkt eine README-Datei, die ihr bearbeiten könnt. Dann gibt es noch eine Punkt-Git-Ignore-Datei.
Das führt jetzt bei uns hier zu weit. Ganz kurz, diese .gitignore-Datei kann man nutzen, um dort Dateien anzugeben, die automatisch nicht von Git gepusht werden sollen, beziehungsweise ins Repo überführt werden sollen. Das kann ganz hilfreich sein. Bei Code-Projekten generiert man manchmal Dateien, die man jetzt gar nicht wirklich fürs Projekt braucht, und dann kann man die da reinschreiben. Für uns gerade unwichtig. Hier gibt es noch die Option Choose a License. Ist ganz cool und praktisch, dass GitHub hier uns die Möglichkeit schon gibt, direkt eine Lizenz für unser Projekt auszuwählen. Wie gesagt, wir machen das trotzdem gerade nicht, denn wenn wir das machen, dann haben wir auf GitHub eine Datei und lokal auch schon, und dann gibt es später Ärger, wenn wir die beiden verbinden wollen. Also für uns ist es gerade wichtig, dass das Repo leer bleibt. Deswegen suchen wir hier nichts aus, sondern wir drücken nur auf Create Repository. Was dann passiert, ist, dass wir hier auf dieser Seite landen, auf der uns GitHub schon so ein paar Möglichkeiten gibt, was wir als nächstes tun können. Zum einen das hier, Create a New Repository on Command Line. Das wäre jetzt, wenn man noch kein Repo hat, lokal, und ja, eins erstellen möchte. Das brauchen wir nicht, das haben wir schon gemacht. Was wir brauchen, ist das hier, das Push an Existing Repository from the Command Line. Da bekommen wir diese drei Befehle mit, die wir gleich brauchen. Bevor wir das machen, müssen wir noch eine kleine Sache tun, nämlich ein sogenanntes SSH-Key-Pair generieren. Ihr seht das schon, hier oben steht das. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, was genau das ist. Auf jeden Fall ist es eine Art Passwort und mittlerweile notwendig für GitHub. Früher konnte man sich mit dem Passwort authentifizieren, wenn man ein lokales Repo mit einem GitHub-Repo verbunden hat und sich authentifizieren musste. Mittlerweile geht das nicht mehr, soweit ich weiß, und man braucht diesen SSH-Key. Ist auch sicherer als ein Passwort. Und was da passiert gleich, ist, dass wir zwei oder ein SSH-Key-Pair erstellen. Einmal einen privaten Key und einmal einen Public Key. Diesen Public Key hinterlegen wir bei GitHub, und den privaten Key zeigt ihr niemals jemandem. Also mit dem sagt ihr quasi, dass ihr das seid, das ist euer Passwort. Und wenn wir dann etwas pushen von unserem lokalen System, dann wird GitHub anklopfen und fragen, hast du denn den privaten Key zu diesem Public Key? Und dadurch können wir uns dann eben identifizieren. Ganz wichtig, das müsst ihr nur einmal pro Rechner machen. Also wenn ihr jetzt irgendwann wieder ein neues Git-Repo erstellt, ein neues Projekt, dann müsst ihr das nicht nochmal machen, weil ja, ihr habt diesen Key dann schon, ihr habt den ja schon hinterlegt, und ihr braucht das quasi nur einmal pro Rechner. Das heißt, wir machen das jetzt einmal gemeinsam und dann habt ihr es geschafft. Auf GitHub, oder GitHub gibt hier sogar eine Anleitung dazu. Kann mal kurz recherchieren. Genau, die Seite hier, Generating a New SSH Key and Adding it to the SSH Agent. Hier findet ihr den Befehl, den ihr dafür braucht. Ich verlinke euch die Seite hier in der Infobox. Und es gibt verschiedene Keys. Einmal diesen ID 25519 und den RSA-Key. Ihr dürft hier auswählen, was ihr benutzen wollt. Ich glaube, GitHub empfiehlt eher diesen hier. Den habe ich auch. Ich würde jetzt hier für den Screencast den RSA-Key benutzen, einfach damit ich meinen anderen Key nicht überschreibe. Also trotzdem kommt genau das Gleiche dabei rum, und wir werden gleich die gleichen Dinge hier abgefragt, egal welchen Key ihr benutzt. Also schnappt euch einmal einen Befehl davon, und ihr seht schon, hier steht your email at example.com. Das deutet darauf hin, dass wir diesen Befehl gleich nochmal anpassen müssen. Also noch nicht direkt ausführen, sondern wir gehen erstmal hier rein, zurück in unser Repo und packen hier den Befehl einmal rein. Der ist jetzt leider so ein bisschen dem Zeilenumbruch zum Verhängnis geworden. Ihr seht hier diese Example-E-Mail, ersetze ich einmal wieder durch meine E-Mail. Auch hier muss das nicht die E-Mail-Adresse von GitHub, von eurem GitHub-User sein oder die von dem Git-Config-Befehl. Das ist egal. Und sobald ihr das dann habt, drücken wir einmal gemeinsam auf Enter.
passiert hier folgendes: generating public and private RSA key pair. Und als nächstes steht hier enter file in which to save the key. Hier wird mir jetzt mein Pfad angezeigt, in dem der Key gespeichert wird. Das ist mein Home Directory, Home Rabea, und dann der Ordner .ssh, ist ein versteckter Ordner. Und das hier ist quasi die Datei. Genau, da will ich den auch abspeichern. Ich würde euch auch raten, das einfach da zu lassen, wo das hier vorgeschlagen wird. Da findet GitHub dann auch den Zugang dazu. Und wir bestätigen das einfach nur mit Enter, geben hier nichts mehr ein. Bei mir ist jetzt der Fall, dass hier zurückkommt, dass dieser Key schon existiert, und ob ich den überschreiben will, wird bei den meisten von euch nicht der Fall sein. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann seht ihr gleich im nächsten Schritt, was passiert. Falls bei euch das hier auftaucht, dann überschreibt ihn vielleicht lieber nicht. Ich weiß nicht, redet mit eurer IT oder wartet noch ein paar Minuten, dann seht ihr gleich, wie ihr euch den Key anzeigen lassen könnt. Und ja, überlegt vielleicht zweimal, ob ihr den jetzt überschreibt. Ich überschreibe ihn jetzt, damit wir gleich sehen, was hier passiert. Ansonsten, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das mit N hier verneinen oder mit Y könnt ihr das Ganze bestätigen. So, dann habe ich die Zeile hier vor mir. Die werden jetzt die meisten von euch hier direkt bekommen haben. Enter Passphrase. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, diesen Key hier noch ein Passwort geben, also sobald den jemand abrufen will, werdet ihr nach einem Passwort gefragt. Ich mache das jetzt nicht, ihr könnt das machen. Achtung, wenn ihr das macht und hier anfangt etwas zu tippen, dann seht ihr hier bei mir, dass sich gar nichts tut mit meinem Cursor, der hier blinkt. Das ist Absicht, ihr tippt gerade trotzdem etwas, das ist normal in der Shell, dass hier dann keine Zeichen aufgefüllt werden oder irgendwelche Sternchen oder so. Also ihr tippt gerade trotzdem etwas und die Shell registriert das auch. Ich mache das jetzt wieder weg mit Entfernen, denn ich setze kein Passwort, und wenn ihr kein Passwort setzen möchtet, dann drückt ihr nur Enter. Es wird dann nochmal fragen, auch wenn ihr nichts angegeben habt, das bestätigt ihr auch wieder mit Enter. Also unterm Strich haben wir gerade hier dreimal Enter gedrückt und dann sollte so etwas für euch zurückkommen. Genau, hier wurde jetzt einmal angegeben, your identification has been saved in, und hier nochmal der Part. Das hier ist mein Private Key und hier steht noch, your public key has been saved in, und dann in id.rsa.pub. Das ist der Key, den wir uns gleich kopieren müssen. In unseren Workshops ist das öfter mal der Fall, dass hier was schief geht. Und es kann auch gut sein, dass das gerade bei euch auch der Fall ist. Bei den Windows-Leuten ist es üblich, dass euer Home-Verzeichnis heißt, ich schreibe es mal kurz, sowas wie C, Users, dann euer Username von eurem Rechner. Es kann aber auch ganz oft passieren, dass hier nicht das C-Laufwerk euer Home-Directory ist, sondern vielleicht ein H-Laufwerk, also ich habe schon alles gesehen, Z, H, U, wie auch immer. und dann kann es manchmal passieren, dass hier ein Fehler kommt. Was ihr mal versuchen könnt, also was zum Beispiel häufig hier der Fall ist, dass hier anstatt Home, Rabea oder C, Users steht, ist slash slash H slash oder slash slash Z slash. Dass das dann dieses andere Laufwerk ist und dann Punkt SSH. Und dann kommt dieser Fehler, no such file or directory. Was ihr in dem Fall machen könnt, wenn ihr die Fehlermeldung bekommt, versucht mal diesen Ordner zu erstellen mit mkdir, dann dem Ordner, der hier angezeigt wird, vielleicht slash slash z oder h, wie auch immer, slash und dann Punkt ssh. Also das ist der Ordner, den er gerade nicht findet, und den könnt ihr so erstellen. Könnt das dann einmal ausführen, und wenn ihr das gemacht habt, dann versucht nochmal diesen Befehl hier auszuführen. Das ist jetzt wildes Raten nach Fehlern, die nicht passiert sind. Versucht es, wenn ihr einen Fehler habt. Ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass es klappt, und wenn es nicht klappt, dann schreibt mir in die Kommentare. Packt mir da am besten eure Fehlermeldung mit rein, und dann kann ich schauen, ob ich noch eine andere Lösung für euch parat habe. Für diejenigen, für die es geklappt hat, können wir uns jetzt diesen Key anzeigen lassen. Und zwar mit cat
dann das Tildezeichen slash Punkt SSH slash IGRSA Punkt. Dieses Tildezeichen hier, das ist eine Abkürzung für mein Home-Verzeichnis, also das hier. Sieht man hier auch ganz gut bei mir an dem Pfad. Also hier habe ich auch das Tildezeichen und das steht quasi dafür, dass ich gerade in slash home slash Rabea slash work slash mein Repositorium bin. Deswegen schreiben wir das hier auch so, weil wir dann alle den gleichen Befehl eingeben können. Das steht dann eben für euer Home Directory. Und damit können wir uns den Key anzeigen lassen. Vielleicht habt ihr euch auch für den anderen Key entschieden, dann sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Genau die gleiche Stelle, nur eben das ED25519.pub. Was ganz wichtig ist, ist, dass ihr das .pub auf jeden Fall dahinter setzt. Ihr seht schon, dass ich hier die Tab-Taste immer benutze. Und die Tab-Taste wird hier auf jeden Fall aufhören, weil es die Datei zweimal gibt. Also ganz wichtig, dass ihr hier dann noch einen Punkt setzt und dann Tab und den Public Key kopiert und nicht den privaten Key. Dann führen wir es einmal aus. Da kommt dann hier so ein Boost an Zahlen und Buchstaben zurück. Und das ist unser Public Key. Den kopieren wir uns einmal. Also einmal alles kopieren von SSH bis zur Mail. Am besten Rechtsklick und Copy, so Shortcuts funktionieren vor allem in GitBash nicht besonders gut. Und dann gehen wir einmal zurück auf GitHub. Ich packe euch den Link zu der Stelle, zu der wir jetzt gehen müssen, in die Infobox. Nämlich einmal hier oben auf den User und dann auf unsere Settings und dort unter Access auf die SSH und GPG Keys. Das ist der Ort und hier können wir jetzt diesen neuen SSH-Key ablegen. Könnt hier oben auf New SSH-Key klicken und habt dann dieses Key-Feld hier, wo ihr den Key ablegen könnt. Ihr könnt diesem Key auch einen Titel geben. Hier wäre es sinnvoll, euren Rechner anzugeben. Also ich habe ja gesagt, ihr braucht den nur einmal pro Rechner und wenn ihr dann euren Rechner angebt, dann wisst ihr auf jeden Fall, falls ihr mehrere SSH-Keys habt, wie ich, oder mehrere Geräte, dann wisst ihr auf jeden Fall, zu welchem Gerät dieser SSH-Key gehört. Ich schreibe jetzt hier einmal Tutorial, dann weiß ich, dass ich den auf jeden Fall auch wieder löschen werde. Und wir drücken auf Add SSH-Key. Der sollte jetzt hier angezeigt werden. Genau, also bei mir steht er jetzt hier. Und wenn das geklappt hat, dann gehen wir jetzt wieder zurück in unser Git-Repositorium und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Dafür könnt ihr hier auch wieder auf euren User klicken, hier auf Your Repositories. Und hier habt ihr generell eine Übersicht über all eure Repositorien. Und das Neueste oder wahrscheinlich das Erste findet ihr dann hier ganz oben. So, jetzt sind wir wieder hier und können uns jetzt endlich diese Befehle hier schnappen. Bevor ihr das macht, geht nochmal ganz sicher, dass hier SSH-Key ausgewählt ist, also dass hier das SSH eingegraut ist, denn wir brauchen diesen Befehl, der mit git@github.com anfängt. Wenn hier HTTPS ausgewählt ist, dann seht ihr schon, dass sich auch die Befehle ändern und das wird uns später auf die Füße fallen. Also stellt nochmal sicher, meistens ist SSH-Key sowieso voreingestellt, dass ihr das ausgewählt habt und dass hier in eurem Befehl am Anfang git@github.com steht und nicht HTTPS. Wenn ihr das habt, dann kopiert euch einmal den ersten Befehl und wir nehmen den mit rüber in unser Repo. Räumen hier einmal auf. Ganz wichtig, dass wir jetzt auch in unserem Repo sind und hier einmal den Befehl reinpacken. Was jetzt hier passiert, ist, dass das hier, dieser Part, unser GitHub-Repo ist, der Pfad dorthin. Das wird temporär hier in diese Variable Origin gepackt und mit diesem ersten Befehl git remote sagen oder klopft GitHub an und sagt unserem lokalen Repo, dass es sich verbinden möchte. Führen es einmal aus, da kommt jetzt nichts zurück. Und wir schnappen uns den nächsten Befehl. Das ist jetzt die Stelle, die ich vorhin erwähnt habe mit diesem Git Branch Master, dass das eine schlechte Bezeichnung ist
Und hier ist GitHub so freundlich und gibt uns einen Befehl mit an die Hand, mit dem wir automatisch diesen Branch umbenennen in Main. Richtig und wichtig, deswegen machen wir das einmal. Ich führe es mal aus. Bei mir ändert sich jetzt hier nichts. Für die Windows-Leute, bei euch sollte jetzt dieser, das, was in Klammer steht, Master, das sollte jetzt auch umbenannt sein in Main. Und dann brauchen wir nur noch den letzten Befehl, in dem die Magie hier passiert, den git push minus u origin main Befehl. Hier wird jetzt alles, was auf unserem lokalen System ist, auf GitHub gepusht. Ihr seht jetzt, dass dieser Befehl etwas länger ist. Also es ist nicht nur dieses git push, sondern noch minus u origin main. Das ist nur bei eurem ersten Push so. Also hier ist jetzt diese Variable, die wir hier oben gesetzt haben. Und genau, hier wird jetzt einmal auf jeden Fall dieses GitHub-Repo nochmal angesteuert. Und sobald wir jetzt weitermachen, machen wir auch gleich, brauchen wir dann später nur noch Git Push. Okay, wir drücken einmal drauf. Leider passiert jetzt bei mir was anderes als bei euch. Ich weiß nicht, wie ich das zurückstellen kann. Was bei euch passiert, ist, dass hier noch einmal abgefragt wird, ob das wirklich okay ist. Da steht dann sowas wie Fingerprint slash no slash yes, ein Fragezeichen und ein Doppelpunkt. Und ihr müsst das gerade bestätigen. Hier ist ganz wichtig, dass ihr einmal yes ausschreibt. Also nur ein Y wird er nicht akzeptieren, sondern einmal yes ausschreiben und mit Enter bestätigen. Wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr hier sowas zurück, wie ich. Solltet ihr auf jeden Fall. Falls nicht, ist irgendwas schiefgelaufen. Dann auch hier, wenn irgendwas schief läuft, packt es mir gerne in die Kommentare oder googelt danach. Meistens haben irgendwelche Menschen schon mal den gleichen Fehler gehabt. Da lohnt sich immer, einmal den Fehler zu kopieren, in Google ranzupacken und vermutlich landet ihr auf einer Seite namens Stack Overflow. Da ja, wird euch wahrscheinlich geholfen. Okay, hier hat alles geklappt und wir schauen uns jetzt einmal an, ob wirklich alles geklappt hat. Und zwar gehen wir zurück auf unsere GitHub-Seite und hier könnt ihr jetzt einmal die Seite aktualisieren. Klicke ich mal hier oben drauf oder könnt F5 drücken. Und wenn alles geklappt hat, dann ja, habt ihr jetzt eure Datei auf GitHub gepusht und ihr habt jetzt hier eure README-Datei. Und hier sehen wir jetzt auch das, was ich am Anfang oder vorhin irgendwann mal meinte, dass die README-Datei ein Aushängeschild ist für euer GitHub-Repo. Denn wir sehen hier automatisch den Inhalt der README-Datei. Das ist nicht bei jeder Datei so. Hier oben ist noch dieser Kasten hier. Hier wird auch die README-Datei angezeigt. Und hier werden auch alle Dateien angezeigt, die in eurem Repo sind. Können uns das vielleicht hier einmal mit der Git-Lesson anschauen. Hier seht ihr dann, dass man auch ganze Ordner einchecken kann und die Dateien. Und hier unten sieht man dann auch wieder die README-Datei, die man, also mit dem Inhalt. Können uns auch mal hier die README-Datei anschauen. Hier steht zum Beispiel mit dabei, wer sind die Maintainer, also wen kann man hier ansprechen, wer ist dafür verantwortlich. Dann noch, ja, zu welchem Projekt das gehört, zu Library Carpentry, welche Lizenz das Ganze hat, wie man mitmachen kann, was ist der Code of Conduct und so weiter. Wie kann man das zitieren? Also so sieht ganz oft eine README-Datei aus in einem GitHub-Projekt. Unsere nicht. Aber wir machen hier ja auch gerade nur ein kleines Beispiel. Was wir jetzt noch zusammen machen, ist, dass wir einmal auch noch eine Veränderung auf GitHub machen und das Ganze dann pullen. Also geh nochmal in unsere Slides. Das wäre dann jetzt dieser Fall. Was wir gerade gemacht haben, ist das hier, also den Push. Und jetzt ändern wir noch hier etwas und machen den Pull. Theoretisch könnt ihr auch alles über GitHub machen. Also wenn euch das mit der Kommandozeile jetzt nicht so zusagt, dann kann man auch alles hier über GitHub regeln. Aber wir machen jetzt einmal noch den Pull. Um eine Datei zu ändern, vor allem die README-Datei, könnt ihr hier direkt auf den Stift klicken. Falls ihr andere Dateien habt, die hier in dieser Box sind, dann könnt ihr hier den Namen anklicken und kommt dann auf diese Seite hier und könnt hier den Stift auswählen, Edit this file. Das geht auch. Macht jetzt auch mal, geh mal von hier aus rein. Und dann kommen wir in den Editiermodus.
Jetzt sehen wir auch wieder die Markdown-Syntax. Eben auf unserer Startseite sah das Ganze schon so aus. Also HTML sieht schön aus. Sieht man dann auch, wie die Syntax übersetzt wird. Ich habe euch versprochen, dass der Hashtag eine Überschrift setzt und ein Minus einen Stichpunkt. Das hat geklappt. Dann packen wir jetzt hier mal noch was dazu. Da ja, mangelt es mir immer an Kreativität. Aber wir können mal noch was dazu schreiben. Vielleicht noch ein bisschen Text. Das ist ein Auszug aus der Git-Lesson von Library Carpentry. Und ich schreibe mal noch einen Satz dazu, nur um euch zu zeigen, was auf dem Workshop passiert. Ich schreibe mal noch hier einen Screencast von ZBMed. Ich habe jetzt hier einen Zeilenumbruch gemacht und wenn ich mir die Preview anschaue, dann ist hier kein Zeilenumbruch mehr. Das ist ärgerlich. Das könnt ihr umgehen in Markdown, wenn ihr hier nach dem ersten Satz zwei Leerzeichen setzt. Dann versteht das Markdown als Zeilenumbruch. Und dann habt ihr das hier auch in der nächsten Zeile. Okay, damit bin ich erstmal zufrieden. Und wenn ihr zufrieden seid mit eurer Änderung, dann könnt ihr hier auf Commit Changes klicken. Und jetzt öffnet sich die Commit Message. Und jetzt ist auch der Fall hier auf GitHub, dass das nicht zweischrittig passiert mit diesem Git Add und Git Commit, sondern wir haben hier wieder unseren alten Speicherbutton, den wir alle kennen. Hier können wir jetzt noch die Commit Message schreiben. Per Default oder der Standard ist immer Update und der Dateiname. Wir können das aber auch noch ändern, wenn wir wollen. Ich könnte jetzt auch noch schreiben, Add Description. Das habe ich schon mal irgendwann geschrieben. Und ja, kann das Ganze dann abspeichern mit Commit Changes. Machen wir das einmal. Das wurde jetzt hier übernommen und kann hier wieder auf meine Startseite gehen. Hier habe ich den ganzen Inhalt jetzt auch auf meiner Startseite. Was jetzt ganz wichtig ist, das Ganze ist jetzt aber nur auf GitHub. Ich muss manuell ansteuern, dass das Ganze jetzt auf mein lokales System gezogen wird. Wir können hier auch einmal gucken, wenn wir uns die Datei anschauen mit cat-readme.md, dann sind diese Änderungen nicht da. Wir ändern das jetzt, indem wir einmal Git Pull benutzen und das Ganze auf unser lokales System ziehen. Sollte dann hier sowas zurückkommen, da hat man auch immer schon so einen kleinen Hinweis darauf, was passiert ist. Habe hier irgendwo eine Zeile vielleicht gelöscht und zwei hinzugefügt. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Cat-Befehl zurückholen, dann habe ich jetzt die Änderungen auch hier lokal. And that's it. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Sache euch zeigen, nämlich wie es ist, wenn man mehrere Dateien edit und committet. Und zeige euch noch ein oder zwei andere Befehle. Und dann haben wir es geschafft. Also, wir machen nochmal eine kleine Änderung an der README-Datei. Von hier aus. Und ich packe mal hier noch das Datum von heute mit rein. Heute ist der 7. Juni und speichere das Ganze wieder ab mit Steuerung O und Steuerung X. Bin jetzt ein bisschen schneller unterwegs, könnt auch auf Pause drücken oder wenn es noch nicht schnell genug ist, könnt ihr das Video auch beschleunigen. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Gut, dann mit Steuerung X wieder zurück. Jetzt machen wir unsere Statusabfragen. Git Status. Jetzt haben wir hier einmal die README-Datei modified. Wir wollen jetzt noch eine neue Datei erstellen. Beispielsweise schreibe ich jetzt ein Shell-Skript mit euch. Ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein. Wir haben das zusammen in der Unix-Shell, in dem Screencast gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne einmal kurz rein. Ich würde es jetzt nur gerne nutzen, um zu zeigen, wie das ist, wenn man mehrere Dateien hat. Also, wir erstellen noch eine Datei mit Nano, nennen die ShellScript.sh. SH steht für die Endung ShellScript. Und ja, machen hier einen kleinen Kommentar.
mein Shell-Skript und einem Echo-Befehl lassen uns einmal zurückgeben, dass das Skript beginnt. Dann machen wir mal den Word-Count-Befehl auf alle Dateien in diesem Verzeichnis und noch einen Echo-Befehl mit Skript beendet. Reicht, wir wollen nur eine zweite Datei. Speichern das mit Steuerung O und Enter und mit Steuerung X gehen wir wieder zurück. Schauen wir uns jetzt den Status an. Haben wir hier jetzt auch zwei Dateien. Die Shell-Skript-Datei ist neu, deswegen steht die unter Untracked Files und die README-Datei wurde verändert, deswegen steht die hier bei Modified. Wir wollen jetzt beide Dateien gleichzeitig adden und das können wir mit git add Punkt. Vielleicht, ja, gehen wir nochmal zurück. Vor einer halben Stunde oder so hatten wir uns mit ls-a die versteckten Dateien angezeigt. Und ich habe kurz erwähnt, dass dieser Punktordner als Alias dient für das Verzeichnis, in dem wir uns gerade befinden. Und diesen Alias können wir uns auch in Befehlen zunutze machen, unter anderem auch hier. Und mit git add Punkt sagen wir dann, füge oder adde alles hinzu, was gerade in diesem Verzeichnis steckt. Man könnte das auch mit einem Sternchen sagen, dann sagt man auch, nimm alle Dateien mit. Ich nehme jetzt hier mal den Punkt. Unter Windows bekommt man jetzt zweimal die Warnung für den Zeilenumbruch. Und jetzt schauen wir uns mal den Status an. Das hatten wir vorhin in diesem Zwischenschritt nicht gemacht. Was dann der Fall ist, ist, dass diese Dateien grün eingefärbt sind und unter der Überschrift stehen Changes to be committed. Git sagt uns hier tatsächlich nicht, wie wir weiter vorgehen können, sondern wie man das wieder rückgängig machen kann. Also to unstage wäre dann dieser Befehl hier. Wir gehen einen Schritt weiter und committen das Ganze wieder mit git commit minus m. Und hier ist jetzt auch der Knackpunkt, warum das zweischrittig passiert. Mit git commit wird alles committed, was auf der Staging Area ist. Also mit git commit, da geben wir nicht mehr an, was jetzt committed werden soll, sondern alles, was in der Staging Area ist, wird mit diesem Commit dann automatisch committed. Ja, was schreiben wir jetzt in die Commit-Message? Keine Garantie mehr, dass das noch Good Practice ist, aber ich würde jetzt mal schreiben, add date in readme.md und add Shell Script. Ihr dürft hier schreiben, was ihr möchtet. Man kann hier auch Lasagne reinschreiben, theoretisch. Ich versuche nur etwas zu schreiben, was ich später auch noch verstehe, wenn ich da in ein paar Monaten wieder drauf gucken würde. Dann führen wir es einmal aus. Und jetzt sollte unser Status auch wieder clean sein. Kleiner Unterschied ist jetzt, dass hier steht, Your branch is ahead of origin main by one commit. Use git push to publish your local commits. Also das heißt, unser lokales Repo ist gerade ein Commit dem GitHub-Repo voraus und Git sagt uns hier schon, benutze git push, um das Ganze zu pushen. Bevor wir es machen, würde ich euch noch diese zwei Befehle gerne zeigen. Einmal den git log-Befehl. Der ist ganz praktisch, da sieht man alle Commits, die gemacht wurden über die Zeit. Und hier sehen wir uns noch unseren allerersten Commit, hier sehen wir den zweiten Commit und hier noch den dritten Commit. Hier sieht man auch die ganzen Metadaten. Also hier sieht man einmal die sogenannte Prüfziffer oder die Hash-Sum von dem Commit. Diese Prüfziffer macht den Commit eindeutig und unique. Also diese Prüfziffer kann man auch später benutzen, wenn man zum Beispiel in der Version zurückgeben gehen will oder was wir gleich noch machen, einen Commit vergleichen möchte, dann kann man die nutzen, um anzugeben, wohin man denn möchte. Bei dem Author steht jetzt das, was wir mit git config konfiguriert haben tatsächlich, außer hier bei dem zweiten, da wird jetzt mein GitHub-User angezeigt und die Commit-Message. Genau, wird hier auch noch angezeigt, die wir eben geschrieben haben. Bei mir hat sich jetzt ein Pager geöffnet. Bei euch ist das vielleicht auch direkt in der Shell. Falls euch das gleiche passiert ist wie bei mir, könnt ihr vermutlich mit Q hier wieder raus und seid dann wieder in der Shell.
Den zweiten Befehl, den ich euch zeigen möchte, hat mit diesen Hash-Sums zu tun. Also der Befehl nennt sich getdiff und damit kann man die verschiedenen Commits miteinander vergleichen. Ich würde mir diese Prüfziffern hier jetzt, das lässt sich hier so schlecht kopieren, einmal von GitHub holen, dann seht ihr auch gleich, dass man das Ganze auch auf GitHub sehen kann. Vielleicht machen wir vorher noch unseren Push-Befehl, dann haben wir auch den dritten Commit dort. Also machen wir einmal das, was uns hier Git gesagt hat, nämlich Git Push. Mache hier einmal aufräumen. Und jetzt seht ihr auch, jetzt müssen wir nicht mehr Git Push minus U Origin Main schreiben, sondern nur noch Git Push. Führen das einmal aus. Ihr solltet jetzt auch nicht mehr nochmal nachgefragt werden, ob es wirklich okay ist mit dem Yes, sondern sollte durchrauschen. Und wenn wir jetzt auf GitHub gehen, dann sehen wir jetzt gerade noch, dass die Änderung noch nicht da ist, aber mit dem Git Push haben wir das Ganze dann wieder auch hier. Das ist jetzt das Datum und unser Shell-Skript. Hier auf dieser Uhr sehen wir alle Commits, also die History. Und hier ist jetzt auch ja, der letzte Commit angekommen. Hier steht jetzt vor 6 Minuten. Das ist nämlich tatsächlich dann, als ich diesen Commit abgesetzt habe. Und hier an der rechten Seite sehe ich auch die verschiedenen Hash-Sums. Nur einen kleinen Ausschnitt. Ihr habt gerade gesehen in der Shell, die sind länger. Aber tatsächlich braucht man auch nur ein paar Zeichen von diesem Commit, um sie zum Beispiel mit Git-Diff zu vergleichen. Machen wir das mal. Ich nehme hier den allerersten Commit, den wir gemacht haben, kopiere mir den, gehe wieder in meine Shell und benutze einmal hier Git-Diff. Füge den ersten Commit hinzu. Ihr seht schon, hier wurde jetzt wirklich die komplette Hash-Sum kopiert. Ich mache wieder ein bisschen davon weg. Also tatsächlich reichen hier, glaube ich, sogar 4 Zeichen von dieser Prüfziffer. Gehe wieder auf GitHub und kopiere mir hier den letzten Commit, den wir gemacht haben. Und kopiere mir auch diese Prüfziffer hier rein. Hatte das nochmal ein bisschen, damit ihr es besser sehen könnt. Ganz wichtig, ihr könnt das jetzt nicht abtippen. Ihr habt hier ziemlich sicher andere Hash-Sums. Also ihr müsst das von euren Commits kopieren. Und dann drücken wir einmal Enter. Und genau, was wir hier jetzt sehen, ist tatsächlich alle Änderungen, die zwischen diesem allerersten Commit ma gemacht wurden und dem dritten Commit. Man kann das auch noch weiterspinnen. Also wenn wir jetzt noch mehr Commits hätten, könnte man auch den zweiten mit dem zehnten vergleichen oder so. Also man sieht dann wirklich die ganze Historie zwischen diesen Commits. Das ist noch ganz praktisch. Also hier sehen wir dann auch, wenn ich eine Zeile gelöscht habe, wenn ich hier Leerzeichen gelöscht habe, wenn ich etwas hinzugefügt habe und so weiter. Gut, auf GitHub kann ich das ähnlich machen. Hier kann ich mir zumindest auch, wenn ich hier auf die Commit-Message klicke, kann ich mir anschauen, was in diesem Commit hier verändert wurde. Das ist noch so ganz cool. Ja, ich habe gerade überlegt, dafür, dass wir gerade ein Shell-Skript geschrieben haben, können wir es zumindest mal ausführen und gucken, hier, was passiert. Genau, also das hier wäre noch unser Shell-Skript. Vielleicht jetzt ein kleines Easter Egg, das wir geschrieben haben. Da kommt einmal dieses Skript beginnt zurück und dann, wie viele Zeilen in unseren Dateien hier im Pfad sind und wie viele das insgesamt sind. Und das Ganze wurde beendet. Kleiner Fun-Fact hier noch am Rande. Okay, das war's jetzt eigentlich schon. Ihr wisst jetzt, wie ihr von eurem lokalen System aus Änderungen machen könnt und auch, wie ihr auf GitHub Änderungen machen könnt. Vielleicht noch so ein, zwei Dinge. Wie kann man das Ganze wieder löschen? Ganz wichtig, hier gibt es auch noch Settings. Wir waren gerade in den User Settings, aber um ein Repo zu löschen, müsst ihr in die Settings des Repos gehen. Also wenn ihr auf der Startseite seid eures Repos, dann könnt ihr hier in die Settings gehen und da ist ganz unten so ein Danger Zone, genau der rote Bereich. Hier kann man einiges verändern. Man kann die Visibility ändern. Also falls ihr das gerade privat habt und es öffentlich machen wollt oder andersrum, kann man das hier tun. Ja, man kann es auch archivieren oder man löscht das Ganze hier. Und da wird dann GitHub auch noch dreimal fragen, ob ihr das wirklich löschen wollt. Ich kann es mal klicken. Geht dann so los. I want to delete this. I have read and understand. Und hier muss man quasi nochmal das hier tippen,
um dann wirklich zu sagen, ja, das möchte ich. Ich mache das jetzt hier gerade nicht. Und hier in den Settings könnt ihr theoretisch auch noch Leute einladen. Hier bei dem Access unter Collaborators kann man dann Add People nutzen, um Menschen einzuladen, die vielleicht mit dir an dem Projekt arbeiten. Das war's jetzt erstmal. Hier gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge zu entdecken. Zum Beispiel das Task Management auf GitHub ist auch ziemlich cool. Also hier kann man Issues nutzen und Aufgaben verteilen. Kann uns das vielleicht mal kurz hier auf der Git Lesson anschauen. Da kann man dann auch super gut kollaborativ miteinander arbeiten, kann schreiben, was irgendwie noch gefixt werden muss. Man kann das mit Tags versehen und man kann die Aufgaben Leuten zuweisen und kann dann hier auch miteinander kommunizieren, was als nächstes getan werden muss und hat auch hier immer ein Archiv von Tasks oder Issues, die schon gelöst wurden. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, vielleicht auch mal diesen Use Case mit dem Fork. Also wie kann ich diesen Fork machen, eine Kopie von einem Repo? Dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann mache ich euch gerne auch noch einen zweiten Part. Das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Alle Fragen, Kommentare gerne in die Kommentarspalte. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Und teilt das Video gerne mit anderen. Und dann sehen wir uns im nächsten Screencast.